Inmitten herrlicher Natur, zwischen Burgen, Wiesen und Wäldern, in unmittelbarer Nähe zu Limburg an der Lahn, liegt das kleine, aber feine Örtchen Balduinstein. Ein beschaulicher Ort mit schmucken Häusern und traumhaft schöner Kulisse. Hier liegt das beliebte Landhotel zum Bären. Malerisch verträumt, romantisch im Lahntal eingebettet, entführt es den Gast in eine bezaubernde Welt voller visueller und kulinarischer Genüsse. Ob mit dem Auto, dem Zug oder zu Wasser, diese liebliche Idylle lässt sich auf vielerlei Weise erreichen. Sie empfiehlt sich für die spontane Flucht aus dem Stress des Alltags. Auch bei Wanderern und Fahrradfahrern ist das Landhotel mit seinen Gaststuben ein Geheimtipp. In diesen gemütlichen Räumen kehrt man gerne ein und genießt, was Sternekoch Joachim Bouglet Vorzügliches serviert. Unter den Gourmets ist das Landhotel zum Bären bekannt, wurde doch die Bibliothek des Restaurants noch bis vor kurzem mit einem Stern im Gourmet ausgezeichnet. Es war auch so jetzt für uns hier auf dem Land, dass natürlich so eine Auszeichnung von Michelin natürlich eine Werbung ist, die Gäste zieht. Diese Auszeichnung bedeutete aber auch in jeder Hinsicht mehr Aufwand. Wir haben zwei verschiedene Karten gekocht mit auch immer verschiedensten Produkten natürlich. Wenn in der Bibliothek, dem Sterne-Restaurant Gänseleber, auf der Karte stand, konnte man diese schlecht gleichzeitig in der Gaststube anbieten. Weil viele Leute auch gar nicht zum Beispiel wussten, dass hinten zum Beispiel in der Bibliothek, also im damaligen Sterne-Restaurant, dass es dort eine andere Karte gibt mit anderen Produkten und so. Gut, um allen Gästen das Gleiche zu bieten, haben wir uns gegen dieses Konzept entschieden, haben gesagt, gut, wir machen eine Karte. Also wir können den Leuten hier vorne genauso eine Gänseleber anbieten, wir können denen genauso gut einen Steinbutt anbieten oder Kalbsbries oder Langustin. Und dadurch, dass wir dieses Konzept halt geändert haben, haben wir im darauffolgenden Jahr diesen Stern halt nicht mehr erhalten. Unter dem neuen Konzept leidet die Küche keineswegs. Für Joachim Bouglet ist das Kochen nun einfacher geworden, weil er nun nicht mehr für zwei Restaurants seine Zutaten einkaufen muss. Wir sind nur drei Leute in der Küche und wir haben halt auch, sagen wir, 50 Sitzplätze. Das hat einfach ja, mit den Jahren auch nicht mehr gepasst für uns. Bei Bouglets legt man großen Wert auf Regionalität. Das fängt bei Getränkelieferanten an und hört bei Wurst, Fleisch und Käse auf. Alle 14 Tage gehe ich auf den Markt, Käse kaufen, gucken, was es Neues gibt, wie die Saison gerade ist. Gemüse kaufen wir bei lokalen Gemüsehändlern, unser Fleisch beziehen wir beim heimischen Metzger. Reh, Wild kommt alles aus der Region und das ist uns schon wichtig, dass wir auch einfach lokal zusammenarbeiten. Und Hartkäse, etwas Mildes und was Kräftigeres. Beim Käse ist Corinna Bouglet der gute Kontakt zum Lieferanten wichtig. In Limburg auf dem Markt steht ihr regionaler Käsehändler Reuter und hält immer wieder besonders gute und ausgesuchte Käsesorten für sie bereit. Die erste ist dann, die können Sie schön klein schneiden. Eine Ziegenmunzer habe ich wieder. Ja. Ein oder zwei. Das ist der Hammer. Käse kaufen wir beim Herrn Reuter am Käsestand, weil er einfach auch von der Qualität sehr, sehr gut ist. Eine schöne Reife immer hat. Es ist halt ein lokaler Händler. Hier ein ganz toller Comté. Wir haben einen Käsewagen, den wir wieder aktiviert haben und das ist was, was es in der Region eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt. Da hat man einfach eine große Vielfalt und das wird auch sehr geschätzt. Joachim Bouglet ist nach wie vor stolz auf seine aktuell 14 Punkte im Gourmetführer Gourmio. Das zeigt, dass er auch weiterhin großen Wert auf eine ausgezeichnete Küche legt. Einfach nicht mehr dort erwähnt zu werden, das ist ja von keinem Koch das Ziel. Jeder Koch freut sich natürlich über Anerkennung, über Auszeichnung und natürlich über die Erwähnung in den zwei Führern. Das muss ich halt auch erst einpendeln, dieses ohne das Sterne-Restaurant. Man will natürlich auch nicht seine ganzen Bestandskunden
verkraulen oder verschrecken, indem auf einmal nur noch hier auf der großen Karte auf einmal Langustinen oder irgendwelche teureren Produkte vertreten sind. Aber ob wir da natürlich den 15., 16. Punkt oder Punkte nach oben, würde ich natürlich trotzdem immer gerne annehmen. Jeder Koch, klar. Auch Kaffee und Kuchen stehen hier bei den Ausflüglern hoch im Kurs. Der Kuchen wird selbst gebacken und ist täglich frisch aus dem Ofen. Dadurch, dass ich eben halt auch gelernter Konditor bin, ist das eigentlich für mich auch ein persönliches Augenmerk. Ja, also ich mache das noch gerne. Plätzchen, die man zum Kaffee kriegt, die machen wir auch selber. Und es gab eigentlich immer so Käsekuchen und Aprikosenstreusel. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen noch ein bisschen was Neues noch mit reinzubringen. Sahnetorte, jetzt hier Rhabarberquark, Streusel mit einem Hefeteig. Jetzt habe ich hier einen Himbeerkuchen drin mit Streusel und ein Rhabarber-Bisee. Wow. Ein bisschen was Neues mal. Beim Kaffee verlässt sich Corinna Bouclet auf Getränkelieferant Christopher Herzberg und die heimische Kaffeerösterei Fare Tredici in Limburg. Ja, also es ist jetzt kein Getränkelieferant, es ist halt wirklich ja, eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, mittlerweile auch eine Freundschaft. Da macht natürlich regionale Zusammenarbeit noch mal mehr Spaß. Wir versuchen unseren Kunden, unseren Partnern und somit auch Freunden ja, das bestmögliche Programm zu bieten, um den ja, Erfolg des Gastronomieobjekts gewährleisten zu können. Weil wenn der Gastronom erfolgreich ist, dann wir das gleichzeitig natürlich auch. Und uns ist auch die Regionalität extrem wichtig. Deswegen habe ich mich mit Nassim zusammengesetzt vor gut einem halben Jahr und wir haben die Herzmischung kreiert gemeinsam. Kaffeerösterin Nassim Schäfer ist eine Meisterin ihres Faches und hat mit Christopher Herzberg eine Kaffeemischung kreiert, die Anfang diesen Jahres mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Ja, das Besondere ist, dass es eine hochwertige Arabica-Mischung ist, sehr schön bekömmlich, guter nachhaltiger Anbau und von dem Profil und vom Geschmacksprofil sehr, sehr rund, sodass wir nur einen halben Punkt vor der Goldmedaille entfernt sind. Und das ist schon ein sehr hoher Standard für einen Kaffee, der in Gastronomie, Firmen und Büros reingeht. Deswegen sind wir sehr, sehr stolz darauf. Wer nun gerne länger in diesem malerischen Landhotel verweilen möchte, kann in den exklusiven, hochwertig eingerichteten Zimmern gerne einchecken und die Ruhe und Entspannung genießen. Die geschmackvolle Einrichtung lässt keine Wünsche offen. Wir haben da schon sehr großen Wert drauf gelegt, dass gute Materialien, also feine Materialien, ja, wir wollten es eben, ich sag mal, für die Ewigkeit machen oder beziehungsweise für die nächste Generation. Das war immer unser Wunsch, also wir wollten das erhalten. Das Landhotel zum Bären wird bereits in der 7. Generation betrieben und bietet auch heute noch bezaubernde Zimmer zum Übernachten an. Wir haben 7 Doppelzimmer, dann ein Turmzimmer mit einem kleinen französischen Balkon und 2 Einzelzimmer. Wir vermieten das ganze Jahr, außer im Januar gönnen wir uns mal eine kleine Auszeit zum Auftanken. Da vermietet aber die Mama und der Papa. Da vermietet Mama und Papa aber. Aber nur Übernachtung, Frühstück. Man fühlt sich hier liebevoll in das Jahrhundert der Kutschfahrten zurückversetzt und erwartet jeden Moment, den jungen Herrn Goethe zu begegnen, der beim Studium seiner Bücher im Erker seines Zimmers sitzt. Eine Kutsche gab es natürlich auch. Der Großvater meines Mannes, der hat immer das Privileg gehabt und durfte den König von Belgien abholen mit der Kutsche am Bahnhof. Und da war ja auch ein erster Klasse Wartezimmer.
mit Stuckarbeiten und so. Der König von Belgien wurde dann von dem Großvater meines Mannes auf die Schaumburg gefahren. Mit der Kutsche, der hatte das Privileg und durfte den da hochfahren. Also es ist so, dass es früher eine Treidelstation war. Treidelstation heißt, die Kutscher sind, also die Pferde haben die Kähne gezogen an der Lahn entlang. Dann sind die hier gewechselt worden. Das heißt, es war hier ein Pferdestall, dann haben die Pferde sich ausgeruht und die Kutscher haben in der Wirtsstube auf den Bänken geschlafen. So war das früher. Und dann kam, ja, dann hat sich das eben weiterentwickelt. Dann kam auch irgendwann mal die Poststation dazu, dann war mal die Bürgermeisterei hier, die Vorfahren, ne? Ja, bis wir dann mit dem Quatsch aufgehört haben und haben nur noch Hotel und Restaurant gemacht. Es ist schon ein magischer Ort, dieses Landhotel zum Bären. Abschalten von Alltag und Stress, eintauchen in Ruhe und Behaglichkeit, köstliche Speisen und erholsame Nächte genießen. Das alles liegt so nah, in unmittelbarer Nähe zu Limburg, der Kreisstadt des Landkreises Limburg-Weilburg. Fürstlich geschmückt, der Empfang, der Salon extra für uns. So kennen wir das Haus. Von früheren Jahren her, wenn wir ja schon öfters in Lahnstein waren und wir fühlen uns pudelwohl und wir danken, dass man uns so hier empfangen hat.